Ja, meine Damen und Herren, ich möchte über die Bedeutung der kornealen Biomechanik in der Glaukomdiagnostik sprechen und möchte so ein bisschen zeigen, wie sich das Ganze in den letzten Jahren auch verändert hat von der Sichtweise des Glaukoms. Wir waren ja früher rein druckorientiert und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Biomechanik ein ganz zentraler Faktor geworden ist in der Bewertung auch zum Glaukom. Auch wenn wir es vielleicht im klassischen Stil, in der Form, wie wir es in der Praxis durchführen, noch nicht so richtig berücksichtigen, ist es, glaube ich, aber einer der frühen Möglichkeiten, die jetzt mit den Methoden gegeben ist, hier einzusteigen und Veränderungen schon rechtzeitig zu detektieren. Nun, auf was stützt man sich? Die biomechanischen Eigenschaften der Hornhaut sind hier sehr willkommen, weil sie einfach zu messen sind. Und die setzen sich im Grunde zusammen aus verschiedenen Faktoren. Das ist der Aufbau der Hornhaut ist recht komplex. Es sind Mikrofibrillen, die in ihrer Anordnung sehr streng geordnet sind. Man hat eine Glykokalyx, man hat Proteoglykane und aus der gesamten Vernetzung dieser Strukturen ergibt sich eben ein viskoelastisches Verhalten, was man tatsächlich gut verwerten kann. Und wir wissen heute, dass diese Eigenschaften dieser extrazellulären Matrix innerhalb der Strukturen in der Hornhaut sehr ähnlich sind mit denen des Sklera und auch mit denen des Sehnervenkopfes, sodass diese Veränderungen, die wir als Stellvertreterfunktion im Bereich der Hornhaut sehen, ganz gut verwerten können, auch für die Bewertung der Frage, wie weit ist der Sehnerv davon betroffen. Und es gibt eine sehr schöne Abbildung von Herrn Mardin aus dem Ophthalmologen, 2015 publiziert, wo er die Verhältnismäßigkeiten der Gewebeveränderungen im Bereich des Glaukoms mit einbezieht. Und Sie sehen, der Augendruck steht hier in einer direkten Beziehung zur Gewebeverformung, das heißt also über die Veränderungen, die der Druck auf diese Gewebestrukturen ausübt, kommt es zu einer oxidativen Stressbelastung, zu Scherkräften, die entstehen, auch mechanische Scherkräfte. Und diese Art der Veränderungen innerhalb der Gewebe führen dazu, dass eben diese Gewebe instabiler werden. Sie werden weniger tolerant gegenüber dem Augeninnendruck. Und es kommt einmal zum direkten Bindegewebsschaden auf der einen Seite, aber es kann eben auch, und das sehen Sie hier in diesem Beispiel, im Rahmen der Zellaktivierung im Bereich der Lamina cribrosa zu einem direkten Umbau dieser Strukturen führen, die per se wieder rückführend die Gewebeeigenschaften generell verändern und damit die Empfindlichkeit gegenüber den Augeninnendruck erhöhen können. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir momentan noch gar nicht richtig verstehen, dass eben die Empfindlichkeit des Auges gegenüber dem Augendruck über den Zeitlauf des Glaukomlebens nie gleich bleibt, sondern dass die Empfindlichkeit zunimmt. Also die Empfindlichkeit mit der Dauer des Glaukoms gegenüber dem Druck wird höher, weil eben das Gewebe selbst sich umbaut. Und das berücksichtigen wir ja in der Regel kaum. Wir messen den Druck und bewerten nur, was wir an Druckwerten sehen. Aber dass wir uns über die Gewebeeigenschaften der Augenstrukturen Gedanken machen, das findet ja in der Regel kaum wirklich statt. Wie kann man sowas messen? Man kann sowas statisch messen mit direkten Verfahren, da misst man aber eher den elastischen Anteil. Man kann es dynamisch messen. Das hat den Vorteil, dass man sowohl viskös als auch elastisch die Anteile vermessen kann. Und das entspricht eigentlich eher dem, was die Augengewebestrukturen uns auch letztlich an Strukturen Mitteilungen geben. Und deswegen kann man das auch mit einbeziehen. Nun, die Veränderungen sind auch altersabhängig. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und nicht nur altersabhängig, sondern eben auch selbst zeitlichen Schwankungen unterlegen. Ich habe hier mal die Hornhautdicke mit reingenommen. Wir bewerten ja die Hornhautdicke immer als statische Größe, das ist sie aber nicht. Wir wissen, dass die Schwankung der Hornhautdicke bis zu 40 Mikrometer pro Tag sein kann. Das ist ausgesprochen viel und das ist die Ignoranz, die wir manchmal haben, dass wir morgens messen, mal abends messen und glauben, das sind immer dieselben Werte. Das ist ein völliger Irrschluss, den wir da ziehen, weil die Hornhaut natürlich sehr starken zirkadianen Rhythmen unterliegt und natürlich das einbezogen werden muss. Das heißt, wenn Sie eine Nachkontrolle einer Hornhautdicke bestimmen, muss die Zeit zum selben Zeitpunkt erfolgen, sonst kriegen Sie irgendwelche Zahlen raus, die Sie wegschmeißen können. Wir wissen, dass die Hornhautdicke sich auch über das Alter hin verändert. Wir wissen aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, wohin die Reise wirklich geht, denn die Studien sind in dem Fall etwas widersprüchlich. Es gibt hier eine Arbeit, die zeigt aus 2015, dass eine Verdünnung der Hornhautdicke entsteht. Wir selber haben eine Studie durchgeführt mit relativ vielen Patienten, die aber eigentlich keine große Änderung gezeigt hat, was auch eine andere Studie belegt hat.
Aber an einer noch größeren Studie, die wir gemacht haben, haben wir gezeigt, dass die Hornhaut sogar etwas dicker wird. Das zeigt, dass die Methodik vielleicht auch eine gewisse Rolle spielt. Das eine war mit der Pentagram, das andere mit dem Obscan durchgeführt. Und das mag vielleicht auch an den Systemen liegen, dass die Ergebnisse nicht ganz so eindeutig sind. Man sieht ja auch hier die Zunahme der Hornhautdicke ist jetzt nicht sehr groß. Statistisch gesehen kommt sie zwar raus, aber es ist jetzt kein richtig großer, massiver Effekt. Wahrscheinlich bleibt sie über das Lebensalter hinweg relativ konstant. Das würde ich, glaube ich, eher so sehen. Was wir aber wissen, ist, dass die Hornhautfestigkeit sich verändert über die Zeit. Das heißt, die Steifigkeit nimmt zu. Und das zeigen eigentlich alle Studien. Je älter wir werden, desto steifer wird die Hornhaut. Das ist auch nicht ganz unerwartet. Wir wissen, dass die Glykosaminoglykane sich abbauen. Es kommt zu einer Alterungsstruktur, einer höheren Quervernetzung. Und egal welche Art der Studien Sie nehmen, hier mit dem Youngs-Modul gezeigt, ist es eben so, dass eben tatsächlich die Vernetzung der kornealen Strukturen zunimmt und damit die Hornhautfestigkeit eben auch mit dem Alter sich erhöht. Nun, was hat das alles jetzt eigentlich mit dem Glaukom zu tun, fragen Sie sich jetzt, denn da ist jetzt noch kein direkter Zusammenhang zu sehen. Nun, wir wissen, dass die Hornhautdicke bei der okulären Hypertension oft höher ist, also dicker ist als bei den Gesunden, aber mit dem Krankheitsbild Glaukom, also primäres Offenwinkelglaukom, Normaldruckglaukom, auch beim PEX-Glaukom, die Hornhautdicke abnimmt. Nun, es gibt eine sehr schöne Arbeit, die eine Meta-Analyse gemacht hat 2017, die das nochmal in den Studien zusammengefasst hat und eigentlich sehr eindeutig zu dem klaren Ergebnis kommt, die Hornhautdicke ist tatsächlich beim Glaukom, beim primären Offenwinkelglaukom dünner als im Vergleich zu den gesunden altersentsprechenden Kontrollen. Und die Frage, die damit verbunden ist, wie sowas kommen kann, wird sehr heftig diskutiert. Man geht heute eher von einem Epiphänomen aus, das im Rahmen der lokalen Therapie zu einer Ausdünnung kommt. Sie wissen, Prostaglandin-Analoge können die extrazelluläre Matrix erheblich umbauen. Auch das trockene Auge, was bei 50% der Glaukompatienten vorliegt, kann zu einer Verdünnung der Hornhautdicke führen. Das sind alles Faktoren, die additiv im Prinzip zusätzlich einwirken und zu einer Verdünnung führen können. Das geht aus so einem Bild nicht heraus. Sie sehen im Grunde genommen nur, dass die Hornhaut dünner ist bei Glaukompatienten, aber die Ursache können Sie damit heraus nicht schließen. Aber das ist wahrscheinlich multifaktoriell. Es ist wahrscheinlich nicht ein glaukomspezifisches Phänomen, sondern wahrscheinlich wirklich ein Epiphänomen. Was wir aber wissen ist, dass wenn die Hornhautdicke primär dünner ist als im Vergleich zu altersgesunden Kontrollen, dann ist es ein wichtiger Faktor, denn wir wissen, dass praktisch mit einer sehr dünnen Hornhaut ein höheres Risikoprofil besteht. Man hat zum Beispiel bei den verschiedenen Studien gezeigt, dass die Konversion in ein Glaukom bei der okulären Hypertension höher ist, je dünner die Hornhaut ist, oder auch die Progression beschleunigt wird beim primären Offenwinkelglaukom, je dünner die Hornhaut schon zum ersten Zeitpunkt her ist. Und wir wissen, dass eine dünnere Hornhaut primär auch assoziiert ist mit einem größeren Gesichtsfeldschaden, auch mit einem stärkeren Schaden im Bereich des Sehnervenkopfes, mit einer verringerten Randzaunfläche oder auch damit verbunden einer höheren Progressionsrate. Das heißt also, eine dünne Hornhaut ist ein Risikohinweis für eine Veränderung, die mit dem Glaukom assoziiert ist. Und es gibt hier eine ganz interessante Arbeit, die gezeigt hat, dass wahrscheinlich die Hornhautdicke auch in Abhängigkeit zum oxidativen Stress steht. Denn man hat gezeigt, dass an der Stelle, wo der oxidative Stress am höchsten ist, auch die dünnste Hornhautstelle ist. Es gibt Gene, die ganz speziell diese Hornhautkollagene kodieren. Und man weiß, dass beim Glaukom hier eine solche Störung zum Teil auch vorliegt. Das heißt, auch ein genetischer Grundschaden liegt hier vor. Das heißt also, wenn ein Glaukompatient primär schon eine dünnere Hornhaut hat, hat er wahrscheinlich einen genetischen bedingten Schaden dieser Strukturen. Und weil man diese extrazelluläre Matrixstrukturen beziehen kann auf das gesamte Auge, ist es eben ein Folgeschaden, der für das gesamte Glaukomauge auch zutrifft. Allerdings konnte man mit der reinen Hornhautdicke keine Beziehungen zu den rein strukturellen Markern sonst finden, also mit dem HRT gab es keine wirklich guten Assoziationen. Es gab auch zum Beispiel mit der Lamina cribosa Dicke selbst auch keine klassischen Assoziationen, wie man sich das erwarten könnte. Also direkte Strukturbeziehungen von der Hornhautdicke zu zum Beispiel Lamina cribosa Dicke konnte man nicht zeigen. Das haben auch noch andere Studien hier gezeigt. Das heißt also, diese reine morphologischen Beziehungsgefüge kann man hier so nicht stellen.
Das sind wahrscheinlich mehr so funktionelle Störungen, die hier auftreten können. Was heißt es dann für uns? Die dünne Hornhaut ist schon wichtig. Sie ist für uns gerade bedeutsam in der Frage, liegt ein höheres Risiko vor für einen Strukturschaden für ein Glaukom. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Marker ist für die Bewertung auch des Glaukoms. Habe ich ein Auge mit einem höheren Progressionsrisiko oder habe ich das nicht vor mir? Das wäre jetzt die statische Betrachtung. Aber die interessantere Frage ist, wie ist denn diese dynamische Komponente? Und Sie kennen ja im Prinzip den Ocular Response Analyzer, den es ja schon seit längerer Zeit auf dem Markt gibt. Das ist ein Gerät, mit dem man die viskoelastischen Eigenschaften der Hornhaut messen kann. Das ist ein Gerät, mit dem man im Prinzip, das ist ein Non-Kontakt-Tonometer, und man misst im Grunde genommen den ersten Applanationszustand, dann wird ein definierter Strom, Luftstrom weiter abgegeben, der wird abgeschaltet, dann misst man im Grunde das Rückschwingverhalten der Hornhaut bis zum zweiten Applanationsverhalten und kann daraus im Prinzip die korneale Hysterese messen. Die korneale Hysterese ist praktisch dann die Applanationsbereiche erster und zweiter Art, die man dann voneinander abzieht, also P1 minus P2. Und es gibt ein Ausmaß über die viskoelastischen Eigenschaften der Hornhaut wieder. Man hat das eigentlich ganz gut untersucht und Sie sehen hier, das ist ein Modell, mit dem man gearbeitet hat, dass es eben nicht nur die elastischen oder die viskösen Anteile misst, sondern tatsächlich die viskoelastischen Anteile, also diesen kombinierten Anteil, den man sich eigentlich von der Hornhaut auch erwünscht zu messen. Welche Daten hat man raus zur kornealen Hysterese? Man weiß, dass die korneale Hysterese bei Glaukompatienten vermindert ist, also ein Zeichen ist, dass die viskoelastische Eigenschaft, die Dämpfungseigenschaft der Hornhaut verringert ist. Und wenn die Dämpfungseigenschaft der Hornhaut stellvertretend für das gesamte Auge verringert ist, geht man davon aus, dass sie eben auch für die gesamten anderen Strukturen eben herabgesetzt ist. Sie sehen, dass eine Stadienabhängigkeit besteht der kornealen Hysterese vom Glaukom-Schweregrad. Je ausgeprägter das Glaukom ist, desto geringer ist die korneale Hysterese. Und man hat eben gesehen, eine große korneale Hysterese zeigt einfach eine bessere Deformierbarkeit, also eine höhere viskoelastische Eigenschaft. Das heißt, die Dämpfungseigenschaften der Lamina Kyphosa ist höher. Und beim Glaukom ist die Dämpfungseigenschaft sehr gering aufgrund der Kollagenvernetzung, Quervernetzung. Und deswegen ist die korneale Hysterese auch hier sehr niedrig und ein sehr guter Marker, den man vermessen kann für die Bewertung des Glaukoms. Und Sie sehen, dass auch in Abhängigkeit zum Beispiel von der Capdisc-Ratio ein morphologischer Bezug besteht zur kornealen Hysterese. Das heißt, man hat also hier die Möglichkeit, direkten Strukturfunktionsbezug zu machen. Nun, der Ocular Response Analyzer hat zwar den Vorteil, dass er die Messung sehr einfach macht, aber er erlaubt im Grunde genommen nicht eine sehr, sagen wir, aufdifferenzierte Betrachtung dieser Bewertung. Und der Corvus ist, glaube ich, hier eine sinnvolle weiterführende Entwicklung in dieser Richtung. Und ich denke, das ist eine Gerätetechnik, die eine sehr viel weiterführende, intensivere Beschäftigung mit dieser Biomechanik des Auges ermöglicht. Was ist das? Im Prinzip auch ein Non-Kontakt-Tonometer. Es ist eben auch die Möglichkeit zur Hornhautdickenmessung. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es eine Scheinflugkamera ist, die eine sehr hohe Geschwindigkeit an Bildern ermöglicht, also 4330 Bilder pro Sekunde. Und es werden 140 Bilder eben ausgewertet in einem Zeitraum von 33 Millisekunden, die dann verwertet werden. Und aus dieser gesamten Perspektive, ich glaube, mein Vorredner hat das ja schon intensiv vorgestellt, kann man eben daraus dann diese ganzen Bilder berechnen. Das Corvus ist auch weniger beeinflusst durch die Fixation aufgrund des Scheinflugverhaltens. Das kann man besser vermessen und ich glaube, ich kann da ein bisschen drüber gehen, weil Sie das ja schon so schön geschildert haben, auch wenn ich den Vortrag jetzt nicht gehört habe, aber ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass es so war. Wichtig ist für uns, dass wir eben hier es mit einer ganzen Menge verschiedener Parameter zu tun haben. Und es geht Ihnen vielleicht so wie mir, wie ich das am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, Gottes Willen, habe gedacht, so viele Parameter, so ein Mist, wie soll man sich denn da durchkämpfen? Aber man muss es anders sehen, man muss sehen, aus genau dieser Menge von Parametern kann man sehr spezifisch einzelne Krankheitsbilder besser rausrechnen. Weil wenn man natürlich nur einen Parameter hat, wie die korneale Hysterese, ist das sicherlich nicht schlecht als eine, sagen wir mal, hinweisende Führung zu einer Störung. Aber wenn man natürlich eine solche Vielzahl von Parametern hat, dann kann man sich natürlich diese Parameter besser anschauen und über Studien hin heraussuchen, wo diese einzelnen Parameter wirklich Störungen aufzeigen.
Sie sehen hier mal einen Vergleich zwischen den Ora und zwischen dem Corvus und Sie sehen, dass die Parameterbemessung auch unterschiedlich ist. Man kann also jetzt nicht die Daten des Oras mit denen des Corvus direkt vergleichen. Auch wenn zwar das Messprinzip ähnlich ist, sind die Daten, die man bekommt, einfach unterschiedlich. Und die Funktionen des Corvus wurde sicherlich schon so vorgestellt. Ich möchte ja im Prinzip fokussieren auf das Glaukom. Und aus meiner Sicht ist das einer ganz wichtigen Größe, dieser biomechanische Augeninnendruck, weil das ist das, was wir wirklich als Problemzone haben. Wenn wir den Augendruck messen, dann ist jedes tonometrische Verfahren mit einer Störgröße verbunden. Das lässt sich gar nicht richtig vermeiden. Es gibt so viele Störfaktoren, die da einfließen. Und wir suchen im Prinzip nach einer Messmethode, die möglichst wenig Aufwand bereitet, aber doch sehr genau den Druck messen kann. Man hat hier eine Formel berechnet, die ich jetzt Ihnen nicht zeigen kann, weil sie sehr komplex wäre, die auf einer finiten Elementstimulation basiert. Dieser biomechanische interokulare Druck bezieht sich aber auf Simulationen, die sowohl die Biomechanik des Auges einbezieht, auch die Hornhautdicke mit einbezieht, auch das Alter mit einbezieht. Auch das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, sodass man einen Aussagewert bekommt, der über mehrere Faktoren der Hornhautdicke und des Hornhautalterns her korrigiert ist. Und was erreicht man damit? Man erreicht damit Druckwerte, die man in der Bestimmung her bekommt, die unabhängiger sind von Einflussgrößen, die auf die Hornhautdicke wirken. Das war jetzt mal hier so ein Beispiel nach LASIK, entsprechende Bewertung der Druckwerte. Sie wissen, das ist immer sehr schwierig. Und aufgrund der Veränderungen, Sie sehen, dass hier bei diesem biomechanischen interokularen Druckwert mit dem Corvus die Abweichungen sehr gering waren, während die Goldmann-Ablanationstonometriewerte starke Schwankungen aufwiesen. Es gibt hier eine sehr schöne Arbeit, die jetzt gerade neu publiziert worden ist, 2019, die das nochmal zusammengefasst hat in der Bewertung, wie weit dieser biomechanische Augendruck in der Abhängigkeit steht. Und Sie sehen, bei der PRK, bei der LASIK zeigt er im Prinzip gar keine Auffälligkeiten. Das zeigt uns, dass hier eine relativ gute Messungsmethode zur Verfügung steht, die möglichst nahe den wahren Druck hier das vermessen kann. Und für mich die wichtigste Arbeit ist eigentlich diese Arbeit aus Experimental Eye Research. Das ist eine manometrische Messung des Augendrucks bei menschlichen Augen. Und das hat man ja auch beim Pascal-Tonometer durchgeführt. Allerdings hat man das damals im OP gemacht. Hier hat man es jetzt im experimentellen Bereich gemacht. Und zwar hat man das mechanische Augendruck, hat man manometrisch den Druck erhöht und hat dann angeschaut, wie ist der Goldmann-tonometrische Wert, wie ist der Wert, den ich jetzt vom Manometer her eingestellt habe und wie ist der Wert, den ich jetzt bekommen habe über das Corvus-System. Was man hier sehr schön sieht, das sind hier die manometrischen Werte, das sind jetzt die Corvus-Werte, das war jetzt nicht Goldmann, sondern die non-kontakt-tonometrischen Werte unkorrigiert und Sie sehen hier den biomechanischen intraokularen Druck und Sie sehen, dass die biomechanischen Druckwerte sehr, sehr gut mit den manometrischen Werten einherstehen. Das heißt, man hat da zwar Abweichungen, das ist ganz klar, das liegt an jedem tonometrischen Verfahren, aber die Abweichungen sind ausgesprochen gering. Und das zeigt uns im Grunde genommen, dass hier diese Formel eine sehr gute Möglichkeit ist, den recht sehr nahe kommenden Druckwert wirklich zu erfassen. Ich glaube, man hat hier eine Methode entwickelt, die von der Druckmessung her sehr einfach hier Druckwerte uns liefert, die von der Hornhautdicke her unabhängig sind. Und insofern denke ich mir, hat man hier ein Verfahren, das man gerade für solche komplizierten Fälle auch verwenden kann, aber im Prinzip auch für jede andere Fälle, wo man im Prinzip genaue Werte auch wirklich haben möchte. Ein anderer Punkt ist die Frage der Biomechanik, die man eben mit diesem System eben auch vermessen kann. Und da ist es schon so, dass man eben aus dieser Menge von Parametern hier jetzt versuchen muss, eine gewisse Art Selektion zu betreiben, denn alle Parameter sind nicht so auffällig und da haben sich ein paar Parameter herauskristallisiert. Einer der klassischen Parameter ist die Deformationsamplitude. Man hat zum Beispiel bei der Beta-Atrophie, Sie kennen, das ist diese parapapilläre Atrophiezone bei Glaukompatienten, die bei einem normalen emmetropen Auge zu einer erhöhten Progression führen können, aufgrund eines Hinweises, dass hier Perfusionsstörungen vorliegen. Und da hat man sehr schön zeigen können, dass im Rahmen dieser Beta-Atrophie diese Deformationskurve geringer ist, also dass die Dämpfungseigenschaft kleiner ist. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel Glaukomaugen
von gesunden Augen unterscheiden möchte, auch da zeigt sich die Deformationsamplitude als ein guter Selektionsparameter, weil die Deformationsamplitude geringer ist. Und das zeigt uns, dass die viskoelastische Eigenschaft dieser Hornhaut eben schlechter ist, eben nicht so gut diesen Bereich, diese Bewegung, diese mechanische Bewegung, die ausgelöst worden ist über diesen Stressor der Druckbelastung, dass er das weniger abpuffern kann. Auch hier eine Arbeit, die gezeigt hat, dass die Amplitude, die Deformationsamplitude bei Glaukompatienten verringert ist. Ein Marker, den man ganz gut verwenden kann für die Selektion von diesen Patienten, für die Auftrennung dieser Patienten. Und auch bei den Patienten mit größerem Gesichtsfelddefekt konnte man auch genau wieder dieselbe Richtung finden, dass die Deformationsamplituden dann eben verändert sind. Nun die Progressionsbeschleunigung. Auch da hat man Studien gemacht. Man hat sich untersucht, wie weit kann man den Corvis einsetzen, ob eine beschleunigte Progression vorliegt. Sie sehen hier zahlreiche Parameter, die aufgezeigt worden sind. Diese verringerten A1- und A2-Zeiten gehen damit rein, die eben auch hier zeigen, dass im Prinzip die viskoelastische Eigenschaft dieses Auges verändert ist und einen Hinweis gibt, dass solche Augen mehr berücksichtigt werden müssen, stärker auch in der Therapie behandelt werden müssen. Ja, was ist der Ausblick? Der Ausblick für die Frage, wie kann man separieren, wie kann man Glaukomaugen besser bewerten. Es gibt jetzt diesen biomechanischen Glaukomfaktor, der in der Entwicklung ist und der Mitte dieses Jahres, Ende dieses Jahres herauskommen soll. Die Studien sind soweit abgeschlossen, die mathematischen Berechnungen auch. Wir haben jetzt leider nicht die Präsentation, die wir noch ausgearbeitet haben, weil die nicht hochgeladen werden konnten, sondern wir haben jetzt praktisch die alte, da haben wir jetzt die Fälle, die ich eigentlich zeigen wollte, nicht drauf. Aber was Sie hier sehen, ist, dass man eine solche Aufteilung hat zwischen Rot- und Grünbereich, roter Bereich, klassisch Bereich für Normaldruckglaukom und leichte Überlagerungsbereich mit Grenzen, Aufgrenzung zum Normalen. Und die Studien, die wir durchgeführt haben, die auch realisiert worden sind, zeigt, dass man hier eine sehr gute Auftrennung machen kann. Man kann schon sehr früh beim Normaldruckglaukom eine solche Veränderung dieses biomechanischen Glaukomfaktors erkennen, sodass wir hier die Möglichkeit haben, Normaldruckglaukome wesentlich früher allein anhand der Biomechanik zu erkennen. Also zumindest ist es eine sehr interessante Möglichkeit, mit diesem biomechanischen Glaukomfaktor Normaldruckglaukompatienten herauszukristallisieren. Das sind ein spezieller Algorithmus, der diese einzelnen Teilbereiche dieser vielen Faktoren miteinander verrechnet. Und damit hat man die Möglichkeit, tatsächlich das Normaldruckglaukom rein biomechanisch auch besser zu erkennen. Und gerade in der Kombination dann mit ersten Auffälligkeiten in der Papille oder vielleicht noch wenig Auffälligkeiten im Gesichtsfeld mit diesem biomechanischen Faktor ergänzend wirksam zu sein. Das heißt im Grunde genommen, die Hornhautdicke ist ein statischer Marker. Den können wir natürlich verwerten, aber er ist nicht so aussagekräftig. Er gibt keinen Bezug im Grunde zu den strukturellen Veränderungen, die wir kennen. Jetzt zum Beispiel zur retinalen Nervenfaserschichtdicke oder eben auch zur Exkavation des Auges. Das macht er nicht. Das sind dynamische Parameter immer aussagekräftiger. Die korneale Hysterese ist sicherlich ein grober Parameter, der erstmal als Einstieg eine Möglichkeit bietet, uns zu zeigen, dass hier eine Störung vorliegt. Ich glaube aber, die Zukunft liegt tatsächlich in einer weiterführenden Aufschlüsselung. Ich glaube, gerade hier das Corvis bietet die Möglichkeit, durch die Vielzahl dieser einzelnen Faktoren sehr viel genauer, sehr viel detaillierter diese Störungen aufzuarbeiten. Und dieser biomechanisch korrigierte Augeninnendruck ist aus meiner Sicht her wirklich eine sehr überzeugende Druckmessungsmöglichkeit, mit der man Hornhautdicken und Altersunabhängigkeit den Druckwert messen kann. Bei dem Pascal-Tonometer hat man doch den Nachteil, dass die Patienten 6, 7, 8 Sekunden ruhig sitzen müssen. Das ist manchmal für die Druckmessung ausgesprochen kompliziert. Außerdem müssen sie diesen kleinen Hut vorne ändern. Das heißt, sie müssen also haben ständig laufende Kosten, die entstehen. Das haben sie bei diesem System nicht. Das ist ein praktisch kostenneutrales System, was aber eine genaue Druckmessung ermöglicht. Was die Biomechanik der Glaukompatienten betrifft, ist diese dynamische Bewertung dieser maximalen Deformationsamplitude ein ganz guter Marker als Hinweis einer Störung. Und ich glaube, dieser biomechanische Glaukomfaktor für die Bewertung des Normaldruckglaukoms, das halte ich für eine ganz sinnvolle Ergänzung.
Darauf allein wird sich kein Normaldruckglaukom in der Bewertung stützen, aber als biomechanischer Zusatzfaktor finde ich das eine sinnvolle Ergänzung. Und ich glaube, da kommt was in der Zukunft auf uns zu, was wir gut in die Glaukomdiagnostik mit einbinden können. Vielen Dank.